Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gerne heute kurz sprechen über die Zukunft der dörflichen Entwicklung aus Bürgersicht und Ihnen Beispiele aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vorstellen. Das ist der Hauptarbeitsbereich, in dem ich als Dorfplanerin tätig bin. Ich möchte kurz etwas zur Ausgangslage der Dörfer sagen, dann etwas über die Zukunftsperspektiven aus der Sicht der Bewohner. Ich habe dabei sogenannte Dorfkonferenzen durchgeführt, um eben die Sicht der Bewohner hier einzubinden, hier auch kennenzulernen, und möchte dann auf die Zukunftsthemen kommen und wie sie dann von der Bevölkerung vor Ort bearbeitet werden. Wie ist die Ausgangslage der Dörfer? Ich denke, das ist vielen von Ihnen als Dorfbewohnern auch bekannt. Seit dem Zweiten Weltkrieg können wir einen starken Strukturwandel feststellen, was zu dem Verlust von Arbeitsplätzen vor Ort geführt hat, in der Landwirtschaft, im Handwerk und den zugehörigen Bereichen. Und durch die vielen Eingemeindungen in den Bundesländern kam es auch zu einem starken Verlust von Identität als Dorfbewohner für das eigene Dorf. Rheinland-Pfalz, das Land, in dem ich lebe, ist da eine Ausnahme. Hier haben wir also noch selbstständige Dörfer, selbstständige Ortsgemeinden. Es kommt zumindest tagsüber zu einem Verlust von sozialen Kontakten in den Dörfern durch das Pendeln, durch die auswärtigen Arbeitsplätze, dadurch, dass viele Dorfläden geschlossen wurden, die ja nicht nur zur Versorgung dienten, sondern eben auch zum Austausch, zum Gespräch zwischen den Dorfbewohnern. Es gibt immer weniger Gründe, sich im Dorf zu treffen. Früher gab es zum Beispiel die Milchbank, wo die Milch abgeholt wurde. Das war ein Grund, wo man zusammensaß. Aber auch sich abzustimmen über gemeinsame Aktivitäten, auch dies ist weniger geworden. Und es ist auch häufig so, dass weniger Familienangehörige, weniger Verwandte im Ort leben, weil einfach ein Zwang zum Beispiel beruflichen Mobilität gegeben ist, dass man also auch über weitere Entfernungen dann Arbeitsplätze annimmt und dann die ältere Generation zum Beispiel im Dorf zurückbleibt. Dies ist eben eng verknüpft mit der Ausbildungs- und Arbeitsplatzwanderung, und als neues Thema der 2000er Jahre wird der demografische Wandel ja auch stark diskutiert inzwischen. Vorher wurde er immer noch so ein bisschen wenig beachtet, obwohl es statistisch ja schon länger ablesbar ist. Man muss sagen, dass weniger und auch ältere Bevölkerung in Zukunft das Dorfleben prägen wird, denn auch im ländlichen Raum sind die Kinderzahlen rückläufig. Ich möchte da einige Beispiele ansprechen. Kurz nur, ich muss Ihnen nicht viel über demografischen Wandel sagen, weniger und älter oder auch je nach Bundesland oder Region nicht weniger, aber auf jeden Fall älter wird der Bevölkerungsdurchschnitt werden. Die beiden linken Grafiken zeigen das Dorf Bärweiler in Rheinland-Pfalz, auf das ich nachher noch kurz eingehe. Sie sehen, dass die Altersstruktur sich dort deutlich erhöht, also schon über 30% der Bevölkerung sind dort 65 Jahre und älter, und Sie sehen gleichzeitig auch den Rückgang der Bevölkerung, wohingegen im Kreis Düren, in dem ich auch in 10 Dörfern Dorfkonferenzen durchgeführt habe, die Bevölkerungszahl zwar bis 2025 wohl noch leicht steigen wird, parallel aber der Altersdurchschnitt auch deutlich steigt. Nun zur Dorfkonferenz. Wie kann man mit den Bürgern gemeinsam hier die Zukunftsziele für die Dörfer erarbeiten? In einer Dorfkonferenz werden eben durch die Bevölkerung Zukunftsvisionen, hauptsächlich hier mit dem Blick auf das Jahr 2030, entwickelt, um daraus die Leitbilder zu formulieren, wie die Dorfentwicklung hier verlaufen soll und natürlich auch, welche Projekte wichtig sind für die positive Zukunftsgestaltung. Hier wird versucht, die Ortsbevölkerung auf breiter Basis für ihr Dorf zu interessieren. Das heißt, jeder kann mitmachen. Es sind nicht nur Schlüsselpersonen eingeladen. Und ich habe in Hessen 7, in Nordrhein-Westfalen 13 und in Rheinland-Pfalz inzwischen 25 Dorfkonferenzen durchgeführt, über die ich hier berichten möchte. Grundsätzlich sieht eine Dorfkonferenz so aus, dass sie natürlich mit den Schlüsselpersonen, den Multiplikatoren im Ort vorbereitet wird. Es findet dann eine Ortsbegehung mit Interessierten statt, an der auch jeder teilnehmen kann. Und bei dem eigentlichen Workshop, der eigentlichen Veranstaltung, werden zunächst die aktuellen Stärken und Schwächen gesammelt, Oberthemen gebildet und dazu Informationen gegeben, wie andere Dörfer mit ähnlichen Stärken und Schwächen ihre Weichen für die Zukunftsentwicklung gestellt haben. Dann findet eine Zeitreise nach 2030 statt, damit die Arbeitsgruppen die entsprechende Fantasie auch in die Themen einbringen können. Und dann werden gemeinsam die Visionen und Ziele in den Gruppen erarbeitet zu den genannten Oberthemen.
Sie sehen hier einige Beispiele zur Zusammenarbeit, zur Beteiligung der Bevölkerung, zur Gruppenarbeit und wie gemeinsam diese Zukunftsvisionen erarbeitet werden. Und da möchte ich Ihnen dann gerne einige Beispiele zu zeigen. Deutlich wird auf jeden Fall dieses ein Erkennen, wir sind das Dorf, wir müssen hier zusammenhalten, um eine positive Zukunftsentwicklung erreichen zu können. Sie sehen hier, wir sind NAK, also das Dorf NAK, oder auch auf der anderen Seite auch starke Identifikation der Bevölkerung. Auch hier können wir sehen, dieses Ich bin Arzbach, yes we can, also dieser ja, die Identifikation einfach mit dem eigenen Lebensraum, dem eigenen Dorf, um zu sagen, hier, wir müssen es anpacken und weiterentwickeln. Gerade der Bereich Miteinander der Generationen und auch Dorfgemeinschaft und Vereine sind Schwerpunkte in diesen Dorfkonferenzen, aber die Fragestellung ist offen, also die Bürger wählen diese Schwerpunkte selbst. Zu den Ergebnissen in nahezu allen Orten, die hier begleitet wurden, gab es den Wunsch nach verbesserten Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren und das möglichst nicht spartenweise, sondern generationenübergreifend. Besonders wurde dabei auch die Idee der Dienstleistungstauschbörsen aufgegriffen, die ja eine Weiterentwicklung von Nachbarschaftshilfe darstellt, über einen Zeittausch, also Marmelade kochen gegen Rasenmähen oder Obst ernten gegen Bewerbungshilfe, so dass jeder eben ein Zeitkonto hat, mit dem er eben selbst Leistungen einkaufen oder vergeben kann, ohne dass dabei eine Währung im Sinne von Euro fließt. Somit soll versucht werden, Defizite in der Versorgungsinfrastruktur auszugleichen, ob es da ums Einkaufen geht, allgemeine Dienstleistungen, Gartenarbeit oder auch Mitfahrgelegenheiten. Das Thema mehr Grün im Dorf stößt auch auf ein großes Interesse, vor allen Dingen auch in der Verbindung mit Patenschaften bei Anlage und Pflege von Grüngestaltung und die Verschönerung auch des Ortsbildes insgesamt wünschen sich viele Bürger und sind hier auch zur Mithilfe bereit. Also nicht unbedingt sagen, die Gemeinde müsste oder der Gemeindearbeiter sollte, sondern wir müssen hier angehen. Ein weiteres Thema in der heutigen Gesellschaft auch das Thema des Straßenverkehrs, zu schnelles Fahren innerorts, teilweise Kritik auch an Ruhen im Verkehr, aber auch die Problematik Mobilität ohne Auto, durch unpassende oder auch unzureichende Angebote im öffentlichen Personennahverkehr werden genannt. Vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Hessen gibt es starke Kritik an der fehlenden Selbstbestimmung der Dörfer gegenüber den Kommunen, dass eben nur ein Ortsbeirat besteht, der eine beratende Funktion hat, aber die Kommune, das Gemeindeparlament hier entscheidet. Das hemmt auch die Visionsbildung in den Orten. Das merkt man stark, dass also in Dörfern, in denen die Bürger selbst oder ja, direkter entscheiden können, dass hier auch die Visionen und die Umsetzungswünsche viel stärker sind, also man selbst stärker anpackt, als da, wo man sagt, ja, das müssen die ja erstmal genehmigen und wie können wir das denn gegenüber der Kommune durchsetzen. Damit leidet einfach die Identifikation im Ort und auch das bürgerschaftliche Engagement, weil eben keine echte Mitbestimmung möglich ist. Aber wir konnten dort auch durch diese Dorfkonferenzen das Engagement der Bevölkerung anstoßen. In dem Ort Goldsheim im Kreis Düren wurde daraufhin die Interessengemeinschaft Goldsheim aktiv gegründet. Das Ziel ist hier, das Zusammenleben im Dorf für alle Generationen attraktiver und schöner zu gestalten, damit jeder Dorfbewohner sagen kann, es macht Spaß, in Goldsheim zu leben. Projekte sind hier zum Beispiel Kinderkrabbelgruppe, Einkaufsfahrdienst, Theater AG, Arbeitsgruppe Dorfverschönerung. Und das entstand einfach durch eine Arbeitsgruppe aus der Dorfkonferenz. Die hatten keine weitere Begleitung durch mich oder Planer oder Ähnliches, sondern haben diese Dinge dann einfach in die Hand genommen. Ebenfalls im gleichen Landkreis Obermaubach im Kreis Düren haben interessierte Bürger in Arbeitskreisen auch weitere Folgekonferenzen durchgeführt und sich mit verschiedenen Themen von Nachbarschaftshilfe über Neubürgereinbindung, Jugend, Natur und Tourismus beschäftigt. Schon vor der Dorfkonferenz war dieses Dorf sehr aktiv, hat ein Leerschwimmbecken aus kommunaler, defizitärem Betrieb übernommen und führt es nun mit schwarzen Zahlen weiter. In Wallertheim in Rheinland-Pfalz wurde ein Verein Unser Wallertheim gegründet, der Pflanzenbörse, Veranstaltungen und Fotowettbewerbe organisiert. Fotowettbewerbe auch mit dem Blick aufs Dorf für die Identifikation. Und schließlich in Seckmauern in Hessen wurde die Dorfgemeinschaft Seckmauern gegründet, die eigentlich als Kerngeschäft so eine Dienstleistungstauschbörse anbietet,
aber andere Angebote wie Alleinerziehenden-Treff, Rentner, Musikgruppen, Nähkurse und so weiter hier inzwischen integriert hat, auf Wunsch der Bevölkerung. Also die kamen an diese Gruppe heran und sagten, das brauchen wir auch noch und die anderen Vereine können es leider nicht leisten. Sie sehen hier mal so im Überblick einige Themen, die hier angestoßen werden, ob das eben Dienstleistungstauschbörsen sind oder auch die Verbesserung der Kommunikation im Dorf, des Informationsflusses durch zum Beispiel Dorfzeitungen, die von Bürgern für Bürger gemacht werden, oder auch die Schaffung eines Markttages mit Waren und Dienstleistungen, worauf ich noch kurz eingehen möchte. Das besondere Beispiel hier ist Bärweiler, da hatten Sie am Anfang schon die Bevölkerungsentwicklung gesehen. Das Dorf ist trotz des hohen Altersdurchschnitts ein sehr lebendiges Dorf. Mitte der 80er Jahre galt es als sterbendes Dorf, wurde in Untersuchungen des Geografischen Instituts der Uni Mainz als solches festgelegt, identifiziert. Und dieser Punkt hatte damals die Bürger so weit sensibilisiert, dass sie sagt, das kann doch nicht sein, dass unser Dorf stirbt, das muss positiv weitergehen. Und sie haben sich sehr auf die Hinterbeine gestellt und gemeinsam die Sachen angefasst, auch obwohl die Gemeinde zwar selbstständig ist, aber kaum Haushaltsmittel hat. Also die haben eigentlich keine Möglichkeit, freiwillige Leistungen zu finanzieren. Ich habe eine kleine Auswahl von Projekten, die seit 2004 nun umgesetzt wurden. Sie haben einen multifunktionalen Spiel- und Jugendtreff geschaffen. Das Dorferneuerungskonzept wurde fortgeschrieben. Sie haben eine eigene Homepage geschaffen. Dann haben sie eine DSL-Anbindung, eine richtig schnelle über Glasfaserkabel umsetzen können, unter anderem auch, weil halt in der Nähe des Ortes entsprechende Kabel vorbeiliefen und sie im bürgerschaftlichen Engagement die Tiefbauarbeiten selbst übernommen haben, um den Zugang hier zu schaffen. Sie haben eine Getränkekühlanlage im Bürgerhaus geschaffen, einen Dorfinfofahrt angelegt mit Kinderteil dabei, dass auch Kinder das spannend finden und ein Kinderbuch dazu, einen jährlich neuen Dorfkalender und eben dieses Modellprojekt Markttag für Waren und Dienstleistungen. Bei rund 250 Einwohnern können Sie sich vorstellen, dass dort kein Dorfladen existieren kann. Es gibt verschiedene mobile Händler, die zum Beispiel Backwaren, Metzgerwaren, Obst, Gemüse oder auch Tiefkühlkost bringen. Und das Ziel war hier, alle Akteure einzubinden, um an festen Tagen, zum Beispiel monatlich, das ist auch das, was Bärweiler anstrebt, zu einer festen Zeit alle Anbieter an einem Ort zusammenzuholen, eben die Wagen und zusätzliche Stände. Hinzu kommt ein Angebot von Kaffee und Kuchen, dass man sich also auch treffen kann, dass eben nicht nur eingekauft wird. Es gibt verschiedene Dienstleistungsangebote wie Arztsprechstunde, Fußpflege und weiteres, die hier angeordnet wurden. Das können Sie hier auch sehen. Links eben im vorhandenen Bürgerhaus die Veranstaltung, rechts dann die Kosmetik, das Kosmetikangebot. Für die Fußpflege gab es dann einen separaten kleinen Nebenraum. Und draußen auf dem Platzbereich noch weitere Stände, hier zum Beispiel von einer Gärtnerei. Ein weiteres Zukunftsthema ist der Generationentreff. Eben Bürgerinnen und Bürger bieten und nutzen verschiedene selbstorganisierte Angebote. In einer Befragung, eine beispielhafte können Sie hier sehen, wurde abgefragt, was denn gewünscht ist vor Ort. Und zwar einmal, was ist sinnvoll insgesamt für den Ort. Das ist immer der blaue Balken. Und der gelbe Balken zeigt dann, das würde ich auch kurzfristig selbst nutzen wollen, sodass man auch sieht, welche Angebote sind jetzt vordringlicher, welche erst mittelfristig umzusetzen. Und da wird sehr deutlich, medizinische Dienste, auch ein Anlaufpunkt für solche mobilen Angebote, wie ich es eben nannte, sind sehr wichtig, aber auch die gegenseitige Unterstützung, zum Beispiel in Form von einer Tauschbörse. Angebote, was Bürger hier selbst einbringen können, das geht von Sachspenden über die Eigeninitiative verschiedener Kurse oder Projektangebote, dann auch zu Betreuungsangeboten, nicht nur für Kinder, sondern auch Unterstützung bei der Seniorenbetreuung, dass also pflegende Angehörige auch mal 2-3 Stunden auswärts aktiv werden können und jemand sich so lange um die älteren Angehörigen kümmert. Aber auch Hilfsangebote, zum Beispiel bei Veranstaltungen oder Bewerbungshilfe, Vorlesestunden bei Kindern oder Durchführung eines Dorfcafés oder eben auch so einen Spieletreff durchzuführen in den Orten, wo die Generationen zusammenkommen. Dazu gehört dann natürlich auch, die entsprechenden Gebäude barrierefrei zugänglich zu machen und dann diese Aktivitäten umsetzen zu können. Ich komme zu meinem Fazit.
Es gibt in allen Bundesländern auf jeden Fall positive Beispiele, wie in Zusammenarbeit von Bürgern und Kommunen die Lebensqualität der Orte gesichert werden kann. Natürlich haben es abgelegene Orte schwer und können dies eigentlich nur erreichen, wenn die Bewohner wirklich aktiv werden. Ich kenne aber auch einige stadtnahe Orte, die nicht sehr aktiv sind und doch eher nur wohnen, aber nicht leben, wie man es vielleicht sagen kann. Wichtig ist natürlich eine aufgeschlossene Kommune, die hier die Aktivitäten der Bürger auch unterstützt und mitträgt. Und wenn sich die Bürger wirklich engagieren und gemeinsam Projekte für die Zukunft ihres Dorfes umsetzen, kann sehr vieles bewegt werden und die Lebensqualität im Dorf tatsächlich umfassend verbessert werden. Im Bereich Versorgung, Nachbarschaftshilfe, kulturelle Projekte oder auch in der Tourismusförderung. Sehr wichtig aus meiner Sicht gerade für die Beispielbundesländer wäre es, wenn nicht jedes Dorf das Rad neu erfinden müsste, sondern ein Netzwerk der Aktiven bestünde, wie wir es ja eben auch schon mal gehört haben, dass eben Dorfvereine, Dorfbewegungen auf regionaler und auch überregionaler Ebene vernetzt wären. Und ich denke, Zukunftsperspektiven haben genau die Dörfer, die sich auf ihr eigenes Potenzial und ihre Fähigkeiten besinnen und auch das bürgerschaftliche Engagement voll ausschöpfen können. Wer nur nach den Fördermitteln oder der Gemeinde schielt, wird es deutlich schwerer haben. Und last but not least, die Kommune tut gut daran, die Bevölkerung umfassend zu unterstützen, statt sie darin zu behindern. Ob das nun Angst vor Machtverlust ist oder andere Punkte, möchte ich nicht beurteilen, aber ganz wichtig, dass die Kommunen hier eben auch hinter den Bürgern stehen. Vielen Dank.